unterwegs, um Produkt einzusammeln. So. Und jetzt da sammeln wir die Dinosaurier ein. Willkommen zurück hier bei Jurassic World Evolution. Wir haben meines Wissens, sollten hier noch ein paar Leute rumlaufen, die wir benötigen. ACU-Helikopter. Mach dich mal daran. Gallimimus sind zwei Gallimimen, die wir noch brauchen. Da ist der zweite. So. Das erste, was ich jetzt hier mache. Ich meine, es ist ja wunderschön, dass man so ein Gehege hier so toll hat, ne? Aber es bringt dann halt auch nichts. Meines Wissens kommt sowieso niemand auf diese Insel, um die Dinosaurier zu besuchen. Desto mehr Platz sie haben, desto besser wird es ihnen gehen. Genau. Atemwegserkrankung. Können wir die schon erforschen? Diese Atemwegserkrankung. Nein, können wir nicht. Müssen wahrscheinlich erst alle einfangen. Ja, so hätte ich's gern. Es ist leichter geworden, die Steuerung zum Designen des Weges hier. Wesentlich einfacher. Hier. Also mit, was ich unbedingt mal testen will, die ganze Zeit schon. Was, Klippe? Nee, Alter. Lebendig? Ah. Küstengebiet? Grasland? Mhm. Und Wald. Okay. Sonst haben wir Gras. Könnten noch Fels machen. Oh. Aber es sieht irgendwie nicht so... Okay, ist jetzt irgendwie nicht so ganz cool. Und Schlamm. Ja, okay. Ist jetzt nicht so Hammer. Landschaft jedoch. Können wir hier zum Beispiel... Das ist jetzt halt richtig nice, weil da können wir jetzt halt richtig loslegen. Baukosten verbaut. Da können wir jetzt halt einfach mal so hier so eine Palme reinbauen, weißt du? Und das ist dann halt schon mal ein komplett anderes Feeling. Baum 4, Baum 5. Hier können wir so einen Felsen reinbauen. Was haben wir noch? Die ganze Felsformation reinbauen. Wenn wir wollen würden. Das ist halt schon cool.
einfach. Boah, Alter. So ein Riesenbaum. Boah, das ist ja krass. Das ist halt krass. Dass du einfach mal so einen Baum reinsetzen kannst. Oh, wir haben die anderen schon. Wir müssen die anderen transportieren. Vor lauter. Oh, guck mal, was wir hier alles haben. Oh, schau mal hier. Oh, schau mal dort. Ja, sollen wir vielleicht unsere Dinge mal einsammeln, die wir brauchen hier. And it's so beautiful. Transportiere Produkt. Genau, was wollte ich jetzt gerade noch? Ich wollte noch irgendwas, wollte ich noch nachschauen. Genau, wir können jetzt erstmal den Baum da wieder wegmachen. Die Insel wird vermutlich eh zerstört werden, nehme ich mal an. Vielleicht kann man danach nochmal hier drauf. Das würde ich ihnen schon zutrauen. Wir haben einen toten Dinosaurier. Oh no. Ja, und es ist ein Apatosaurus gestorben. Die jetzt eigentlich reinmachen wollte. Ne, das passt jetzt nicht so ganz. Schaffe ich es hier noch eine Palme reinzustellen? Yes. Dann nehme ich den Weg zu machen. Können wir sagen, Landschaftsgestaltung. Oh, Kosten Terrarbeschränkung. Natürlich! Vielleicht kann man einen Felsen oder so eine schöne Felsformation hier noch. Sehr gut. Jetzt, da wir die Dinosaurier haben, wird es Zeit, diese Krankheit zu studieren. Bauen Sie einen Beobachtungsturm in der Nähe des Geheges, damit unsere Wissenschaftler die Dinosaurier beobachten können. Das mit den Steinen. Also wir machen natürlich gleich, verdammt. Das mit den Steinen ist ein bisschen. Es ist nicht so cool, weil du hast hier immer diese Punkte gleich und dann funktioniert es nicht so schön, wie du es vielleicht haben willst. Deswegen können wir die Palmen jetzt auch wieder abreißen. Ja. So, bauen Sie mindestens eine Beobachtungsplattform. Geht es natürlich um die Wege. Ist hier vollkommen parallel, weil aufmachen, das ist okay. Wissenschaftler sind in Position und bereit, die Dinosaurier zu beobachten. Sie müssen dafür sorgen, dass es die Dinosaurier bequem haben und sie ruhig bleiben. Hm. Helikopter, schnapp dir mal einen. Stopp mir mal die Ceratops, genau. Weil die Gallimimen, denen ist es egal.
Sumpf, Wald, Grasland, das passt. Wasser fehlt ihnen. Verstanden, es dürfen nicht zu viele sein. Wasser und Nahrung fehlen. Okay. Da wollt ihr jetzt nicht rüberwechseln. Das heißt, wir brauchen Wasser. Als erstes. Landschaftsgestaltung. Genau. Sobald haben sie genug. Und dann können wir hier zum Beispiel... Warum haben wir jetzt die ganze Zeit schon gehabt, wollte ich gerade sagen. Mal andere Bäume reinstellen. Jetzt mal neue Palmen probieren. Oder mal Felsen. Und es funktioniert, wenn der Wasser steht. Oh mein Gott, das ist perfekt. Der steht einfach im Wasser. Nice. Das ist genau das, was ich wollte. Ich habe gehofft, dass das funktioniert. Und es funktioniert. Nice. Kannst du hier nicht so ein kleines Felsending machen? Dann machen so hier. Dann ist das halt so eine kleine, wie soll ich sagen, so eine kleine Felsenflussregion. Und das ist richtig schön, weil das so kannst du richtig schön gestalten. Genau. Hier. Und auf einmal schaut es richtig schön aus. So, und jetzt brauchen wir noch Futterstellen. Gehege, Futter. Wir haben Pflanzenfresser, deswegen brauchen wir eine. So. Natürlich Pflanzenwasser, klar. Wir brauchen eine kleine Futterstation. Das sollte vorerst reichen. Wir bräuchten noch einen Gehegeeingang irgendwo. Einverstanden. Er kann nur noch zwei machen. Verdammt. Aber es wird. Es wird. Wir sind da anders dran. Produkt wurde eingesammelt. Produkt unterwegs. Sagen. Ich habe hier meine paar Palmenbäume.
kein Problem. Bestätigt. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Warum liegt der da rum? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Produkttransport im Gange. Den brauchen wir eigentlich nicht, deswegen kann er ja wieder frei rumlaufen hier. Macht doch keinen Sinn. So. Bestand wird auch gleich besser. Genau, so. Und jetzt wollte ich eigentlich hier, was wir eigentlich noch brauchen. Dinosaurier-Sichtbarkeit ist natürlich beschissen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Gerade so die zwei Punkte, dass wir wissen. Oh, das schaut so schön aus. Das sieht so schön aus. Genau. Produktzustellung bestätigt. Zustellung abgeschlossen. Guck, das ganze Zeug hier wegholzen. Kann man nicht echt was Schönes dann hinbauen hier? Haben wir noch die Felsen. Muss man schon Felsen in die Mitte reinsetzen. This is actual perfection. Genau, so. Passt doch perfekt. So. Nicht unter 80% sinkt. Prozent. Stieg im Moloch. Dessen Geborgenheit sinkt übrigens gerade in einen bösartigen Bereich und deswegen müssen wir jetzt die letzten zwei Stiege Molochs hier noch rüber liefern. In Hoffnung, dass es dann besser wird. Jawohl. Und dann können wir gleich mal den Schutzraum aktivieren. Genau. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Aufgabe ab. Jetzt muss ich aufpassen, dass nicht zu viele ausbrechen. Muss man sie die Möglichkeit sehen, dass sie rauskommen. Ciao, und euer Gehege ist so schön.
dann gib mir die freie Kamera. Danke. Ist perfekt. Es ist perfekt. So, und jetzt könnte der Stigi Moloch, kann ich auch wieder hier rein.